rasante Verfolgungsjagden, eine dramatische Liebesgeschichte und atemberaubende Stunts. Out of Control ist eine chinesisch-deutsche Co-Produktion für die große Leinwand, die Darsteller und der Crew von Action Concept alles abverlangt. Ein 150-köpfiges Team, ein zweistelliges Millionenbudget und 49 Drehtage in 4 Monaten waren nötig, um die größte chinesisch-deutsche Co-Produktion aller Zeiten zu verwirklichen. Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen und erleben Sie, wie ein furioser Actionkracher und die atemberaubenden Stunts entstehen. Im Mittelpunkt von Out of Control steht die Jagd nach einer außer Kontrolle geratenen Stretch-Limousine. Die temporeiche Story des Hightech-Action-Abenteuers treibt das Produktionsteam dabei von Berlin durch ganz Deutschland. Für die Zuschauer heißt es vor allem eins: Nonstop Action in Perfektion, die mit einem dramatischen Höhepunkt auf der historischen Reichsburg in Cochem endet. Out of Control ist ein aufwendiges Kinospektakel, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich ist. Die Kölner Filmproduktion Action Concept hat das Movie in erster Linie für den asiatischen Markt produziert. Deshalb wurden die Hauptrollen mit asiatischen Superstars besetzt. Cecilia Chong aus China und Tsui Sun Jung alias T.O.P. aus Korea, beide mit Blockbuster-Referenzen. Der Bad Boy stammt aus den USA und wird von Michael Trevino gespielt, der seinen Durchbruch mit der US-Serie Vampire Diaries hatte. Out of Control ist die Geschichte von Lucy Lin, einer chinesischen Action-Schauspielerin, gespielt von Cecilia Chong. Sie kommt zu den Berliner Filmfestspielen nach Deutschland. Dort trifft sie ausgerechnet auf den Menschen, den sie nie wieder sehen wollte, ihren Ex-Verlobten, den Interpol-Agenten Tom Young, gespielt von T.O.P. Doch schon bald überschlagen sich die Ereignisse und die beiden müssen zusammenhalten, um zu überleben. Denn der Bösewicht Kaiser plant eine skrupellose Erpressung und hat mit einer Cyberattacke 30 Stretch-Limousinen unter seine Kontrolle gebracht. Mit einer waghalsigen Aktion gelingt es Tom, das Steuerungssignal des Virus zu unterbrechen. Doch Lucys Limousine reagiert nicht und bleibt out of control. T.O.P., Cecilia Chong und Michael Trevino. 3 Hauptdarsteller aus 3 unterschiedlichen Ländern und 3 unterschiedliche Sprachen. Ich glaube, das ist die verrückteste Sache, die ich jemals gemacht habe. Ich wusste nicht, dass man hier tatsächlich einen Film macht, in dem eine Darstellerin Chinesisch spricht, der andere spricht Koreanisch und ich selbst spreche aber Englisch. Da entsteht eine bizarre und einzigartige Dynamik. That's a weird, very unique dynamic there. Michael Trevino richtet mit seinem Computervirus allerlei Schaden an. Sein perfider Plan? Diamanten im Wert von 20 Millionen Dollar erpressen. What I want is 20 million dollars in diamonds. Have talking with Mike Trevino, you know, I am very exciting. Ich war sehr begeistert, als wir mit Michael Trevino gesprochen haben. Als erstes versuche ich immer, das Drehbuch und die jeweilige Rolle an den Darsteller anzupassen. Und für das chinesische Publikum ist Michael Trevino ein sehr attraktiver Mann. Michael Trevino gibt aber nicht nur den durch und durch bösen, rauen Typen. Sein Charakter zeichnet sich durch seine Vielschichtigkeit aus. In seiner Darstellung beweist der Amerikaner ein ausgeprägtes Gefühl für den dramatischen Rhythmus. Speziell für das Verhältnis zwischen Gut und Böse. Now it's just you and me. What are you gonna do? Huh?
What's your plan to save all these innocent people? Uh-oh. Zum Gegenschlag aus. Es kommt zum finalen Kampf mit vollem Körpereinsatz. Ich meine, die Vorbereitung ist ziemlich groß. Weil haruhaaru ziemlich위험한 Als erstes musste ich mich natürlich innerlich darauf einstellen. Da jeden Tag gefährliche Szenen gedreht wurden, gab es ständig die Gefahr, sich zu verletzen, wenn man nicht richtig konzentriert war. Ich hatte allerdings weniger Angst davor, mich zu verletzen, als Sorge darüber, dass dadurch die ganzen Dreharbeiten lahmgelegt werden könnten. Deshalb habe ich bei solchen Szenen umso mehr aufgepasst. Die Kampfsequenz ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt, damit sich die Schauspieler immer nur auf einen kurzen Teil davon konzentrieren müssen, und die Kameras immer den optimalen Blickwinkel haben. Vor, zurück auf den Boden der Tatsachen. Da ist allerdings nicht Hauptdarsteller T.O.P. unsanft aufgeschlagen. Für den Schulterwurf muss wieder sein Stunt-Double Sunny ran. Das Risiko einer Verletzung ist einfach zu groß. Nachdem Sunny die Protektoren angelegt hat, soll Michael ihn zur Probe erst einmal auf eine Matte werfen. Da Michael sich konzentrieren muss, um den Stuntman nicht zu verletzen, fordert er etwas mehr Ruhe am Set. Jetzt kann gedreht werden. Diesmal ohne Matte. In der Zwischenzeit kann Lucy gerade noch verhindern, erschossen zu werden. Der Hubschrauberpilot hingegen hat weniger Glück. Und während die Darsteller am Boden